und herzlich willkommen auf unserem Tabletop-Kanal Tabletop Stuff. Heute geht es mal wieder um die Fraktion Deutschland, aber keine Angst, heute ist es nicht eine reine Präsentation bzw. Vorstellung der Fraktion Deutschland, sondern heute möchte ich euch zwei 1000-Punkte-Listen Deutschland präsentieren. Hintergrund von dem Ganzen ist im Prinzip eigentlich, dass ich sehr häufig lese in einschlägigen Foren bzw. in sozialen Medien wie Facebook und Co., dass häufig Leute aus der Community fragen, wie spiele ich das, wie spiele ich jenes, welche Einheiten funktionieren gut, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, welche Ausrüstung in den Infanterietruppen, welche Panzer. Und um das halt mal ein bisschen aufzuklären, möchte ich euch halt diese zwei Listen heute präsentieren. Einmal ist es eine Liste, die ich mir jetzt für den Turnierbereich ausgedacht habe, wobei Turnier jetzt ein bisschen differenziert betrachtet werden muss, weil ich selbst keine Turniere spiele oder noch nie Turnier gespielt habe und ich nicht weiß, welche Beschränkungen da vorhanden sind, welche Beschränkungen es gibt, welche Einheiten womöglich gar nicht gespielt werden dürfen und ob es so allgemein halt Beschränkungen in der Infanterie gibt, ob man eine gewisse Anzahl nur spielen darf, das weiß ich halt nicht. Es ist aber eine Liste, die halt sehr ausgemaxt ist und die erkläre ich euch gleich im Detail. Die zweite Liste, die ich vorbereitet habe, ist eine Theaterliste. Da gibt es natürlich durch die Kampagnenbücher eine ganze Menge Möglichkeiten, wie ihr eine 1000-Punkte-Liste Deutschland aufstellen könnt. Ich habe mir jetzt mal als Beispiel eine Liste für Berlin 1945 ausgedacht und aufgestellt, dass ihr mal sehen könnt, wie so eine Theaterliste aussehen kann, welche Einheiten da drin sind, so dass sich jetzt ein historischer Spieler jetzt auch wohlfühlt, der dann halt die Einheiten, sage ich praktisch jetzt mal, auf dem Tisch präsentiert, die dann auch wirklich zu dieser Zeit halt da gekämpft haben. Und meine Gedanken halt dazu, zu den einzelnen Punkten, zu den einzelnen Einheiten und wie ich mir das im Spiel halt vorstelle, wie es funktionieren kann. Deshalb will ich nicht lange schnacken, sondern wir gehen rein. So, schauen wir uns jetzt mal die Turnierliste, in Anführungsstrichen Turnierliste, im Detail einmal an. Wichtig ist, oder das Hauptaugenmerk, was ich hier drauf gelegt habe, ist, dass man im Prinzip die ganzen guten Armee-Sonderregeln hier auch effektiv nutzt, weil das ja praktisch der entsprechende Vorteil ist, den man gegenüber seinem Gegner dann auch hat. Das heißt, dass man auf jeden Fall eine Option hat, das Tiger 4 zu benutzen, die Tigerangst, dass man im großen Stil die Knochensäge verwendet, also das MMG, LMG und dass man auch das Snap to Action hier noch erweitert. Und da gehen wir jetzt mal ins Detail und fangen hier mit dem Offizier an. Wie ich es jetzt angesprochen habe, habe ich hier jetzt einen höherrangigen Offizier ausgewählt, einen Oberleutnant in dem Fall mit Assistenten. Der kostet jetzt hier 103 Punkte und hat die Erfahrungsstufe Veteran. Wichtig ist jetzt hier, dadurch, dass ich jetzt einen höherrangigen Offizier habe, also einen Oberleutnant, dass er halt nochmal einen mehr auf Snap-to-Action bekommt. Das heißt, normalerweise hat er nur zwei Snap-to-Action, die er nutzen darf. Das heißt, praktisch zwei Einheiten zusätzlich, die dann bei seiner Aktion bewegt bzw. eine Aktion durchführen dürfen. Und durch den Oberleutnant sind es jetzt halt drei. Also regulär hätte ein Oberleutnant halt nur zwei. Durch die Armee-Sonderregel Blitzkrieg kriegen die Deutschen ja einen mehr. Das heißt, wenn ich jetzt den deutschen Offizier aktiviere,
Dann kann ich drei Einheiten Snap to Action machen. So, als nächstes die Kernauswahl, die man ja auswählen muss. Das heißt, also man muss ja auf jeden Fall einen Offizier stellen und halt zwei Infanterietrupps. Die zwei Infanterietrupps habe ich jetzt identisch ausgerüstet. Die kosten jeweils 75 Punkte und sind regulär. Das sind jetzt normale Heeresgrenadiertrupps, die jeweils halt ein LMG drin haben und eine Panzerfaust. Das LMG, wie zu Anfang gesagt, einfach um die deutsche Sonderregel Knochensäge zu nutzen. Das heißt, normalerweise haben die LMGs nur 4 Schuss und durch die deutsche Zusatzregel bekommen die +1, haben also 5 Schuss. Da habe ich praktisch hier zwei Trupps und der Trupp hat jeweils noch eine Panzerfaust drin. Das mit der Panzerfaust ist bei den Deutschen auch immer eine sehr gute Sache. Das gibt es eigentlich, soweit ich weiß, bei fast keiner anderen Fraktion, dass man die meisten Infanterietrupps mit solchen starken Panzerabwehrwaffen ausrüsten kann. Es ist praktisch ein Hohlladungsgeschoss, eine Einmalschusswaffe, sage ich jetzt mal, die aber eine sehr, sehr hohe Durchschlagskraft hat. Also wenn die getroffen hat, ist mit einem mit der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Panzerabwehrwaffe, die Infanterietrupps so bekommen dürfen. Und das Gute an der Sache ist halt auch, wenn man jetzt mit so einer Truppe einen Gegner aufs Korn nimmt, kann man dann schauen, wenn jetzt beispielsweise das LMG und die restlichen Soldaten auf Infanterie schießen und parallel aber sogar vielleicht irgendein Fahrzeug in Reichweite der Panzerfaust wäre, würde das bedeuten, der Trupp darf normal auf die Infanterie schießen und der einzelne Panzerfaustschütze darf dann das entsprechende Fahrzeug aufs Korn nehmen. Also hat man so die Möglichkeit, mit diesem Trupp praktisch dann zwei Ziele in der Aktion dann zu bekämpfen. Deshalb ist meine Devise eigentlich immer irgendwie, wenn möglich, ein oder zwei Panzerfäuste halt mit reinzupacken. So, das ist im Prinzip jetzt hier erstmal die Kerntruppe. Jetzt praktisch das, was alles so on top kommt und wo es jetzt halt auch sehr spannend wird. Kommen wir erstmal zu der zweiten Armeesonderregel, die ich hier praktisch mit verbaut habe in der Liste. Das ist hier der Panzer 4 in der Ausführung H oder J, je nachdem. Ich glaube, das unterscheidet sich dann halt nur mit der Schürze noch. Aber ab der Version G hat dieser Panzer halt die Sonderregel Tigerangst. Das hatte ich in dem Video mit der Fraktionserläuterung der Deutschen erklärt. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, dann hier oben einmal der Link dazu zu dem Video. Ja, wie gesagt, dieser Panzer wird aufgestellt, kostet regulär in dem Fall 235 Punkte, ist auch so ein sehr guter Medium-Panzer, also mittelschwerer Panzer mit einer guten Kanone. Ich glaube, das ist eine 75 mm. Und halt mit der super Sonderregel Tigerangst. So, dann habe ich insgesamt diesen ganzen Trupp halt sehr mobil gehalten. Sowas spiele ich eigentlich auch sehr gerne. Also praktisch auf Angriff getrimmt, dieser Trupp. Und deshalb habe ich jetzt hier auch zwei Transporter reingepackt, in dem Fall Hanomax. Beide regulär, also identisch von der Punktzahl 89 Punkte. Und die haben halt standardmäßig halt auch das MMG verbaut, was genutzt werden kann. Also hier praktisch statt 5 Schuss nutze ich hier wieder die 6 Schuss. Und würde praktisch in diesen beiden Hanomax die darunter stehenden Truppen packen.
Das sind jeweils Grenadiertrupps in der Erfahrungsstufe Veteran, kosten dann halt die 112 Punkte. Und das ist somit die Kerntruppe, sage ich jetzt mal, von dieser Liste. Da sind allerlei Sachen drin. Unter anderem jetzt hat der NCO eine MP. Dann haben wir wieder eine Panzerfaust. Und wir haben Sturmgewehre, zwei Stück jeweils. So, und warum jetzt hier kein LMG? Ganz einfach, weil dieser Trupp oder diese beiden Trupps praktisch so den Sturmangriff auf den Gegner durchführen sollen. Ne? Die kommen jetzt praktisch hier in den Hanomag jeweils rein und haben ja halt auch die Sturmwaffen. Das heißt, wenn die aussteigen, dann geht es direkt rund und können dann loslegen. Ich habe die Trupps jetzt auf 7 Mann begrenzt, einfach aus dem Grund, der Hanomag hat eine maximale Zuladung von 12 Soldaten, 12 Personen, die hier praktisch einsteigen können. Es wären jetzt also praktisch noch Platz für 5 weitere Soldaten und man kann im Prinzip ja zusätzlich in den Hanomag eine weitere Einheit packen und da halte ich mir halt die Option offen, den Standardtrupp gleichzeitig mit reinzupacken. Einfach aus dem Grund, wenn man jetzt mit dem Hanomag nach vorn geht und praktisch dann auslädt, dass man hier mit dieser Einheit in den Sturm geht und die aber zurückhält, dass die praktisch einen Feuerkorridor bilden könnten mit den LMG, was hier mitgeführt wird. Weil diese Einheit ist jetzt nicht dafür gedacht, jetzt in den Nahkampf sofort zu gehen durch das LMG, sondern einfach eine gute Position auf dem Spielfeld zu erreichen, wo die mit dem LMG wirken können. Und das wäre halt hier sinnvoll, um diese Einheiten, die dann praktisch in den Sturm gehen, zu unterstützen. Ne? Also haben diese Einheiten dann praktisch noch Deckung von hinten. Das wäre dann auch wieder positiv, wenn diese Einheiten vorne nichts gerissen bekommen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, und die sich zurückziehen müssten, haben die immerhin noch Deckung dann durch diese beiden anderen Trupps hier mit dem LMG. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch, wenn die aus den Transportern aussteigen, habt ihr hier natürlich immer noch die Möglichkeit, weiterhin das MMG von den Transportern zu nutzen. Die können also auch weiterhin noch Unterstützungsfeuer liefern. Da müsst ihr nur aufpassen, wenn die leer sind und am runden Ende eine Gegnereinheit näher als eure Einheit an diesem Transporter stehen, dann wird er automatisch vernichtet. Da müsst ihr natürlich gucken, dass er beim Ausladen den nicht irgendwo nur dumm rumstehen lasst, sondern den vielleicht am besten dann in eine Position bringt, wo er noch sinnvoll mit eingreifen kann. Ne? Weil ich sag mal jetzt die 89 Punkte, die muss man da jetzt nicht sinnlos verbrennen. Da kann man das Fahrzeug noch so lange wie es geht im Spiel halten. Man muss es halt jetzt nicht verbrennen. Gut, was halt immer ein bisschen schwierig ist, ist die Transporter. Also mir gelingt es eigentlich eher selten, liegt vielleicht dann auch an der Spielweise, die im Spielverlauf halt weiter zu nutzen, aktiv für Truppen, weil ja der Zusteige- und Aussteigeprozess ja auch immer wieder eine Aktion kostet und meistens bringt das halt nicht viel im Spiel, dass man nochmal wieder irgendwie zusteigt und an einer anderen Position aussteigt. Das schafft man meistens fast nicht. Deshalb empfehle ich halt, hier praktisch jetzt eine Sturmtruppe zu bilden, mit diesen beiden Einheiten nach vorn, die Soldaten entladen, hier einen Verteidigungsgürtel irgendwo zu beziehen, die halt unterstützen können und diese beiden Hanomags soweit halt wieder zurückzuziehen, dass die auch noch mit Feuer geben können. Da hat man im Prinzip in einer guten Distanz zueinander halt vier LMGs beziehungsweise MMGs, die vielleicht in alle möglichen Richtungen Feuerunterstützung liefern können. Ne? Also es wäre nicht schlecht, wenn man das dann auch so irgendwo stellt. Deshalb sind hier dann auch die ersten Runden wichtig
Und das halt in Kombination mit dem Offizier, der halt dreimal Snap-to-Action machen kann, kann man halt sehr viel zu Anfang halt aktivieren und seine Truppen halt gut positionieren, um den Gegner halt dann gefährlich zu werden. Ja. So, dann haben wir jetzt hier zu guter Letzt bei dieser Liste noch eine weitere Truppe, die hier jetzt mit 110 Punkten zu Buche schlägt, auch in dem Status Veteran. Und zwar ist das jetzt hier eine kleine Pioniereinheit, weil, also diese Pioniereinheit hat einen Flamer dabei. Ich bin da immer der Freund davon, lieber Einheiten zu spielen, die einen Flamer beinhalten, statt ein reines Waffenteam mit dem Flamer und Assistenten halt zu spielen. Einfach um den Grund, dass man dem Flamer vielleicht ein bisschen länger auf dem Tisch hat, wie es vielleicht beim Flamer-Team ist. Ne? Also weil man sich sehr schnell immer darauf stürzt, weil es natürlich eine Mörderwaffe ist, die der Infanterie schaden kann. Und natürlich auch Fahrzeugen. Und wenn man jetzt so eine größere Infanterietruppe hat, dann ist der halt ein bisschen besser geschützt. Ne? Gut, wenn jetzt ein Sniper kommt und den rausschießt, da kann man natürlich auch nichts machen. Aber wenn jetzt reguläre Einheiten jetzt auf den Trupp schießen, dann hat man immer noch die Möglichkeit, erstmal andere Soldaten zu entfernen, bevor man den Flamer halt entfernt. Ne? Ja, und dann ist es halt so eine typische Pioniertruppe. Der NCO hat eine MP und bis auf einen der Assistenten praktisch von dem Flamer haben die restlichen Soldaten auch eine MP. Also es ist auch eine Sturmtruppe letztendlich. Und da muss man halt gucken, wie man die jetzt vernünftig spielt. Da tue ich mich manchmal auch ein bisschen schwer. Weil, wie gesagt, der Gegner sich auch sehr schnell drauf stürzt. Deshalb würde ich vorschlagen, im Spiel die erstmal ein bisschen zurückzuhalten und dann, wenn der Gegner vielleicht nicht mehr damit rechnet, weil er hier praktisch mit der Sturmtruppe beschäftigt ist und mit dem Panzer vielleicht, dass man dann irgendwo heimlich mit der Truppe irgendwo hinzieht auf dem Spielfeld, um den Gegner irgendwo zu überraschen und dann zu grillen, ne? Also das wäre jetzt hier ein Punkt. Also man hat hier nochmal ein gutes Backup. So, wenn man das jetzt so betrachtet, ist das jetzt eine gute Mischung zwischen Veteraneinheiten und regulären Einheiten. Und so als eine Turnierliste, sage ich jetzt mal, kann ich mir das halt ganz gut vorstellen. Ne? Man hat jetzt, wie gesagt, die Sonderregeln gut drin. Also man hat ausreichend LMGs, MMGs. Man hat die Tiger 4 Regel durch den Panzer abgedeckt. Man hat die Snap to Action gut abgedeckt, indem man einen höherrangigen Offizier mitnimmt. Und man hat viele Sonderwaffen, die die Deutschen nutzen können, auch mit drin. Das heißt, wenn der Panzer mal ausgeschaltet wird, ist kein Weltuntergang. Man hat halt immer noch in jedem Trupp eine Panzerfaust und irgendeine Panzerfaust wird mal treffen. So war es bisher bei mir immer. Und wenn die getroffen hat, dann ist meistens der Ofen auch aus. Ja, wie gesagt, Sturmwaffen sind hier genügend drin. Also es ist eine Truppe, sage ich mal, die sehr offensiv genutzt werden kann, die aber auch noch das eine oder andere verteidigende Element drin hat. Und ich denke, damit kommen wir gut klar. Roundabout haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Würfel. 9 Befehlswürfel. Aber wie gesagt, ihr müsst da nicht traurig sein, dass das jetzt nur 9 Würfel sind, weil ihr halt durch den Offizier mit dem Snap to Action immer die Chance habt, den Gegner halt vorher noch irgendwo in das Spielgeschehen einzugreifen, auch wenn der Gegner jetzt mehr Würfel hat wie ihr. Ne? Also wenn ihr jetzt den Offizier zieht und euch jetzt in einer guten Runde entscheidet, mehrere Truppen zu aktivieren, dann kann das schon sehr spielentscheidend sein. Und hier habt ihr wirklich extrem viel Feuerkraft auf dem Tisch stehen. Okay, das war es jetzt im Prinzip zu der Turnierliste. Und jetzt zeige ich euch die Theaterliste.
So, kommen wir jetzt zu der Theaterliste für Berlin 1945. Wie ihr sehen könnt, sieht das schon ein bisschen anders aus wie die Turnierliste. Gehen wir mal hier wieder ins Detail. Wir haben hier wieder einen Offizier am Start mit Assistenten. Diesmal allerdings nur einen Leutnant und der hat auch den Veteranenstatus. Leutnant im Prinzip nur, weil ich davon ausgehe, dass, sage ich mal, die Offiziere, die eine höhere Befehlsgewalt haben, sich auch irgendwo schon in irgendwelchen Bunkern unterhalb von Berlin etc. verschanzt haben und jetzt praktisch nur noch die jüngeren Offiziere an der Front belassen, die da jetzt retten sollen, was noch irgendwie zu retten geht. Und mit der deutschen Sonderregel Snap to Action dann halt, also Blitzkrieg, reicht es halt immer noch aus, weil man ja immer noch ein Snap to Action mehr hat. Also 78 Punkte schlagen hier zu Buche. Und kommen wir jetzt zu der Kernauswahl. Kernauswahl habe ich hier zwei altbekannte Einheitentypen. Einmal den Volkssturm. Den habe ich jetzt hier sehr groß gemacht mit 1, 2, 3, 4, 8, 9 Mann. Kostet allerdings nur 86 Punkte, ist allerdings unerfahren. Ja, unerfahren ist klar, es ist eine zusammengewürfelte Truppe aus ein paar Kriegsversehrten, alten Männern und vielleicht den einen oder anderen Veteran noch. Aber sind halt, sag ich mal, mehr oder weniger nur noch Zivilisten, denen man jetzt eine Waffe in die Hand gedrückt hat. Und dann soll es halt losgehen. Spannend ist hier aber wieder mal die Panzerfaustgeschichte. Und deshalb habe ich hier auch vier Panzerfäuste mit reingesteckt. Und der Offizier bzw. der NCO hat eine MP. Ja, also ist, weil man muss jetzt davon ausgehen, dass ja diese Liste, sage ich mal, in einem städtischen Umfeld gespielt wird, ne? Also nicht jetzt irgendwo frei draußen im Wald oder in irgendwelchen Feldern, sondern wir befinden jetzt hier uns in einem städtischen Gebiet und dann passiert es schnell, wenn der Gegner mit irgendwelchen Fahrzeugen kommen sollte, dass man schnell die Reichweite zu der Panzerfaust erreicht hat, wenn man sich durch die Ruinen kämpft. Und hier alleine jetzt schon in dieser Truppe bei dem Preis, also Punktepreis von 86 Punkten, ist das schon eine Wucht. Ne? Also vier Panzerfäuste, die ein oder andere wird sicherlich treffen. So, kommen wir jetzt zu der nächsten Einheit der Kernauswahl. Das wäre in diesem Fall die Hitlerjugend. Die habe ich jetzt etwas kleiner gehalten im Gegensatz zu dem Volkssturm. Hier sind jetzt nur 6 Personen in dem Trupp, angeführt wieder von einem NCO, der eine MP hat. Und auch hier wieder 3 Panzerfäuste am Start. Und wie gesagt, die Hitlerjugend, die ist ja, hat ja noch die Sonderregel fanatisch. Heißt, im Nahkampf kann man da auch noch einiges bewirken und das wird wahrscheinlich im städtischen Gebiet, im Stadtkampf dann auch schnell passieren. Und man hat hier, genauso wie beim Volkssturm, ja auch noch die Sonderregel Grünschnabel. Außer haben praktisch die Möglichkeit, bei dem ersten Verlust zu würfeln, ob sie dann eine Stufe aufsteigen. Und dann, wenn das passieren sollte, sage ich mal, hat man für relativ wenig Punkte, hier 66 und hier 86 Punkte, zwei sehr schlagkräftige Infanterietruppen trotzdem noch parat. Von daher passt das eigentlich ganz gut in so einem Kriegsende oder kurz vor Schluss passen diese beiden Einheiten halt richtig gut rein. Deshalb habe ich die dann halt auch ausgewählt. So, kommen wir hier jetzt mal zu den ganzen zusätzlichen Einheiten, die ich mir jetzt so für diese Liste ausgedacht habe bzw. rausgesucht habe. Einmal halt ein Standard MMG-Team, was hier mit 50 Punkten zu Buche schlägt, regulär. Einfach jetzt hier mal im Vergleich zu der Turnierliste jetzt hier mal Waffenteams. Die hatten wir jetzt hier in der Turnierliste gar nicht.
Hier finde ich, bietet sich das ganz gut an, weil wie gesagt die Sichtbereiche in den Ruinen ja sehr beschränkt sind und man vielleicht auch nicht so häufig Positionswechsel irgendwo durchführen muss für Waffenteams. Also man kann sie halt mal gerne stationär lassen. Man muss sich jetzt hier für das MMG-Team nur einen schönen Spot irgendwo suchen, irgendwo in einer Barrikade oder in einer Häuserruine, wo die praktisch einen guten Feuerwinkel ziehen kann und einen großen Bereich des Spielfelds abdeckt. Und dann lässt man die einfach drin, hängt die auf Ambush und wenn da irgendwo der Gegner vorbeikommt, dann rattert das halt hier los. Und man hat halt hier durch das MMG natürlich wieder die 6 Schuss für die Deutschen. Deshalb nehme ich das hier in der Liste gerne mit. Die nächsten Waffenteams sind einmal der Sniper. Auch als regulär, weil gut, man könnte auch Veteranen nehmen, aber ich sag mir halt in so zum Kriegsende, also wirklich kurz bevor Schluss ist, ja, dann sah es jetzt auch nicht mehr so toll aus mit Veteranen. Also da wurde ja alles Mögliche zusammengewürfelt, meistens halt welche, die da vor Ort stationiert gewesen sind und deshalb hier nur regulär und deshalb kostet er auch nur 50 Punkte. Und da ist es jetzt ähnlich zu betrachten wie mit dem MMG-Team. Man kann den Sniper jetzt irgendwo in die Häuserruinen verschanzen und ihm da auf Ambush legen und schauen, ob er da den einen oder anderen Gegner erwischt. Hier haben wir jetzt noch ein Panzerschreck-Team, weil wie euch schon aufgefallen ist, ist mit Panzern hier auch nicht so viel. Zu der Burgwartwanze kommen wir gleich. Und deshalb habe ich jetzt hier die Panzerschreck einfach mitgenommen, weil ich das Waffenteam eigentlich auch sehr gut finde, sehr gute Erfahrung habe und die Panzerschreck ist ja auch eine, ich glaube sogar die stärkste Panzerabwehrwaffe und mit einer Reichweite von 24 Zoll ist das natürlich mega mächtig, ne? Also da muss man auch nicht zu nah an den Gegner ran, an das gegnerische Fahrzeug. Und wenn man die jetzt irgendwo in die Häuserruinen laufen lässt und dadurch, dass es ja ein kleines Team ist, sind sie auch nicht so schnell auszuschalten. Dürfen natürlich jetzt nicht auf gegnerische Infanterie treffen, irgendwie in Nahkampf, da sollte man sich natürlich hüten. Das gilt allgemein für die Waffenteams, weil die dann halt ziemlich schnell weg sind vom Tisch. Deshalb muss man da ein bisschen aufpassen. Und deshalb habe ich auch hier für 80 Punkte auch nur regulär genommen. So, dann war es natürlich auch so, dass er jetzt in der Schlacht um Berlin jetzt auch nicht nur die letzten verbliebenen Leute zusammengewürfelt wurden, sondern es gab auch nochmal die ein oder andere Spezialeinheit. Hier in dem Moment habe ich eine französische Waffen-SS mit hinzugepackt. Also im Prinzip eine Waffen-SS, die aus Soldaten französischer Herkunft stammen. Das gab es ja natürlich damals, dass in den besetzten Gebieten viele Freiwillige auch gefunden wurden. Und aus diesen Freiwilligen wurden praktisch eigene Divisionen, Korps und sonst irgendwas gebildet. Und historisch weiß ich, dass zum Beispiel auch französische Waffen-SS bei den Endkämpfen um Berlin mit ja von der Partie waren, sage ich jetzt mal salopp, also mitgekämpft haben. Und deshalb fand ich das sehr passend. Da gibt es ja auch diese spezielle Einheit auch von Warlord Games, die da rausgekommen ist. Die fand ich auch optisch halt sehr ansprechend. Und deshalb nehme ich die jetzt mal mit. Die sind natürlich von den Punkten, hauen die jetzt richtig rein. Das liegt aber daran, weil ich die ja sehr gut ausgerüstet habe im Veteranenstatus. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Turnierliste, kostet der Trupp genauso viel wie ein Panzer 4. Kann man sich aber hier erlauben, weil man hier in dieser Liste halt komplett auf den Panzer verzichtet und die restlichen Panzerabwehrwaffen punkte technisch nicht so krass zu Buche schlagen. Deshalb habe ich das hier mal gemacht. Und wie gesagt, die ist halt sehr von den Waffen sehr gut aufgestellt. Das ist jetzt praktisch so, die Feuerwehr dieser Einheit, also die sollte man da einsetzen,
wo es halt am nötigsten ist, wo wirklich gerade alles am Brennen ist, da soll man diese Einheit hinführen und mit der ja, versuchen, das Problem zu klären. Wir haben hier ein NCO mit einer MP, dann haben wir noch zwei Waffen-SS-Mitglieder mit MP, dann haben wir ein LMG, dann haben wir hier drei Panzerfäuste und ich glaube, das waren drei Sturmgewehre drin. Also alles, was es an Waffenoptionen gibt, ist praktisch in diesem Trupp verbaut und daraus resultieren halt diese hohe Punktzahlen. Aber wie gesagt, im Veteranenstatus ist das schon ja eine knackige Einheit, sage ich mal. Ne? Das Einzige, was ich jetzt hier nicht ausgewählt habe, weil ich es jetzt auch nicht so stimmig fand, war der Fanatic, die Fanatic-Option, die Sonderregel. Die hätte jetzt natürlich auch wieder zusätzlich Punkte gekostet. Ich glaube, 2 Punkte pro Mitglied. Aber ich fand es jetzt halt irgendwie nicht mehr so mega stimmig jetzt in den letzten Kriegsmonat irgendwie, dass die jetzt halt zumindest auch gerade eine ausländische Waffen-SS-Einheit, dass die jetzt so sehr fanatisch ist. Und ja, ich denke mal, die waren immer noch vom Köpfchen noch ein bisschen bei der Sache und haben jetzt nicht wirklich, sind nicht blindlings irgendwo hingelaufen. Deshalb habe ich diesen Fanatic-Modus da jetzt rausgenommen. Ja, weil ich hier auch wieder ein LMG und so weiter drin habe und auch andere Sturmwaffen. Deshalb muss ich jetzt hier nicht zwangsläufig jetzt in den Nahkampf gehen. Ne? Diese Truppe soll eigentlich auch so viel wie möglich dann halt auch überleben und halt sehr lange da unterstützen können, weil die restlichen Einheiten halt alle unerfahren sind. Die werden sehr schnell den Tisch verlassen. Und wenn man dann wenigstens noch eine sehr starke Infanterieeinheit hat, dann ja, ist das sinnvoll, das auch so zu machen. Ja, dann haben wir jetzt nochmal, wenn wir bei der Infanterie bleiben, hier einen Volksgrenadiertrupp. Das ist auch eine interessante Einheit, kostet jetzt hier 86 Punkte und ist ebenfalls unerfahren. Volksgrenadiertrupps sind im Prinzip auch nochmal Trupps, die man zu Kriegsende nochmal zusammengewürfelt hat, die meistens dann halt auch das Sturmgewehr 44 bekommen haben, neu ausgerüstet, also Bataillone, die man aufgestellt hat, haben dann sofort schon das neue Sturmgewehr 44 bekommen. Und das wäre jetzt hier mal so eine Truppe, die praktisch, also die ersten 4 Soldaten plus NCO bekommen halt kostenlos das Sturmgewehr. Alle weiteren Soldaten müssen halt das Sturmgewehr dann bezahlen. Und ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Soldaten mit Sturmgewehren. Und also eins habe ich praktisch noch bezahlt und ein Soldat hat nur ein Gewehr. Und deshalb kosten die auch nur 86 Punkte. Haben aber dann halt alle, fast alle Sturmgewehre. Ne? Also von daher haben auch wieder, ich glaube, die Sonderregel grün. Das bedeutet, auch hier besteht die Möglichkeit, bei dem ersten Verlust zu würfeln. Und wenn die Einheit dann sogar noch regulär wird und die dann halt alle Sturmgewehre haben, ist das, denke ich mal, auch eine gute Sache dann. Ja, dann haben wir im Prinzip hier die Infanterie jetzt mal geklärt und kommen jetzt noch zu dem Rest. Da wäre einmal halt die Burgwart-Wanze. Mit 110 Punkten schlägt die zum Buche und ist regulär. Das ist ja, also vom Modell her eine coole Einheit. Also finde ich jetzt witzig, so diese kleine Selbstfallerfette, wo praktisch jetzt hier praktisch ein Raketenwerfer drauf montiert ist, ein Rocket Launcher. Ist das ja von der Stärke wie die Panzerschreck. Und ich fand das jetzt halt auch nicht so stimmig, irgendwie da jetzt nochmal einen Panzer irgendwie in die Stadt zu packen. Das hat meistens ja eh gar nichts gebracht. Die konnten ja nicht so wirken jetzt, die Panzer, wie wenn sie jetzt irgendwo auf dem Feld waren und Distanzen zum Gegner hatten, sondern mit einem Panzer in der Stadt, das war eigentlich immer ein bisschen suboptimal. Es gab so Situationen wie in Köln, wo da glaube so ein Panther vom Kölner Dom, glaube ich, stand, der wurde ja relativ schnell zusammengeschossen.
deshalb fand ich das jetzt hier auch nicht stimmig. Und es ist jetzt hier halt auch ein kleines Fahrzeug. Also wenn man jetzt ein Spielfeld hat, wo man halt richtig eine Stadt sich da aufgebaut hat mit kleinen Gassen, wo halt schon der Schutt drauf liegt. Also es gibt ja keine großen befahrbaren Straßen in dem Moment mehr, sondern nur noch so kleine Gassen, wo der ganze Schutt, die ganzen zerstörten Häuser zum Teil drauf liegen. Und vielleicht auch schon andere Fahrzeuge da irgendwo im Weg stehen. Und so ein kleines Halbkettenfahrzeug, sage ich jetzt schon mal fast, kann sich da mal eher den Weg durch das Gebiet dann bahnen. Deshalb fand ich das hier ganz passend. Ne? Gut, ist oben offen, also man muss hier auch sich ein bisschen anschleichen, sage ich mal, mit diesem Fahrzeug oder es halt als Unterstützung für die Infanterie sehen. Das sollte auch nicht sehr offensiv eingesetzt werden dann in dem Moment, weil ist dann auch sehr schnell auszuschalten. Ja, dann kommen wir jetzt hier zu der letzten Einheit. Das ist jetzt hier in dem Moment die 88er, also eine Panzerabwehr. Eigentlich grundlegend war es ja als Flugabwehrkanone eingesetzt wurden oder gedacht wurden, bis Generalfeldmarschall Rommel dazu überging in Afrika mit diesen Waffen, weil ihm halt keine Panzer in dem Moment zur Verfügung standen, mit diesen Waffen halt die gegnerischen Panzer aufs Korn zu nehmen, und das war auch sehr erfolgreich. Da mussten die Briten damals ordentlich bluten. Deshalb bietet sich das hier an, so eine Waffe einzusetzen, weil die Kanonen in größerer Menge noch zur Verfügung standen, im Gegensatz zu Panzern. Und die hat man dann halt irgendwo auf eine Straßenkreuzung oder bei einer Straßenkreuzung positioniert, um halt in alle Richtungen irgendwo zu wirken. Und wie gesagt, mit einer 88 mm oder 8,8 cm ist das schon eine Wucht, und dann kann man den Gegner schon ein bisschen auf Abstand halten. Hat natürlich ein Kanonenschild, ist noch ein bisschen geschützt, und mit 7 Mann Besatzung, da muss man das Ding erstmal ausschalten. Also hier am besten gut positionieren und halt warten, was da so kommt. Ja, das war im Prinzip meine Theaterliste für Berlin 1945. 1000 Punkte. Ihr habt jetzt hier einen Order Dice, einen Befehlswürfel mehr wie bei der Turnierliste. Und ja, 10 Würfel. Das, also wie gesagt, bei den Deutschen komme ich persönlich selten über 11 Würfel, also selten, dass ich mal 12 Würfel oder so habe. Aber wie gesagt, mit den Armeesonderregeln gleicht sich das jetzt immer sehr gut aus. Und man kann hier jetzt schön in dieser Theaterliste auch mal viele Einheiten spielen, die man halt sonst nie spielt. Ja? Also von daher passt das. So, wie ihr gesehen habt, das waren jetzt meine zwei Armeelisten, die ich für euch mal aufgebaut habe, die ich eigentlich ziemlich stimmig finde. Und so habt ihr jetzt mal einen Einblick, wie man sowas aufbauen kann, wie jetzt meine Gedanken sind. Und wie gesagt, ich empfehle euch halt grundsätzlich, zumindest bei Turnierlisten oder Listen, sage ich jetzt mal, wo ihr halt aufs Gewinnen aus seid. Das kann ja auch eine Spielergemeinschaft jetzt sein, also ein eigenes Turnier, was man sich jetzt aufbaut, dass man da auf jeden Fall die Armeesonderregeln so gut wie möglich mit reinnimmt, damit ihr halt diesen Punch habt von der entsprechenden Armee, also jetzt hier in dem Fall bei den Deutschen, unbedingt die Tiger-Angstregeln. Und da ist es aber leider so, dass es nicht sinnvoll ist, einen richtigen Tiger-Panzer, also Tiger 1 oder Tiger 2 oder vielleicht auch einen Jagdtiger zu benutzen, weil die einfach punktetechnisch zu massiv sind.
Und da empfehle ich euch lieber halt einen Panzer 4 zu spielen in der späten Ausführung, weil er halt diese Tigerregel, diese Tigerangstregel hat. Und so habt ihr immer noch genügend Punkte, weil ich glaube, also dieser Panzer kostet ja jetzt 235 Punkte. Ein Tiger geht, glaube ich, so erst ab 400 Punkte los. Und das ist schon eine Differenz, die euch dann fehlt bei den restlichen Truppen, wenn ihr jetzt 1000 Punkte spielen möchtet. Da habt ihr aber, wie gesagt, auf jeden Fall die Tigerangstregel mit drin verarbeitet. Dann halt, dass ihr darauf achtet, die LMGs und MMGs in ausreichender Menge mit einzubauen. Ihr müsst jetzt nicht in jedem Truppen LMG haben, das ist nicht sinnvoll. Hier habt ihr jetzt gesehen, habe ich das 50-50 gemacht. Also zwei Trupps von vier Infanterietrupps haben das LMG plus zwei Hanomags und der Panzer 4 selber hat ja auch noch ein MMG. Und somit habt ihr auch die Knochensäge, also Hitlersäge, Sonderregel mit drin. Ihr habt einen hochrangigen Offizier, also einen Oberleutnant, der nochmal plus 1 mehr auf Snap-to-Action bekommt, sodass ihr halt in eurem Spielzug schnell mehrere Einheiten vorbringen könnt, beziehungsweise mit mehreren Einheiten in der Situation reagieren könnt, was es auch immer ist, schießen, laufen, keine Ahnung. Wir können dann in der Situation einfach viel mehr machen, was den Gegner halt unter Druck setzt. Ja, dann halt noch solche Special-Sachen wie Flammenwerfer ist immer gut für Infanterie, um schnell große Infanterieeinheiten auszudünnen. Den vielleicht halt ein bisschen im Bett abbelassen, sich mit dem ein bisschen so annähern und dann irgendwo, wo es die Situation gibt, mit dem zuzuschlagen. Also ich würde nicht sofort von Anfang an den so präsentieren, weil der Gegner, so ist unsere Erfahrung, sich halt schnell darauf stürzt, weil er einfach immens Angst hat, durch den Flammenwerfer hohe Verluste dann zu bekommen. Ja, wie gesagt, diese Turnierliste, sage ich es halt immer wieder in Anführungsstrichen, ist halt sehr angriffslustig. Deshalb gibt es jetzt hier keine Panzerabwehrgeschütze oder überhaupt gar keine Artillerie jetzt in der Form. Da müsst ihr aber halt sehen, ne, was für euch jetzt am besten funktioniert oder wo ihr euch wohlfühlt oder was vielleicht halt auch in dem Turnier praktisch an Rahmenwerten vorgegeben ist. Ne. Deshalb kann man das jetzt nicht so sagen. Es ist jetzt auf jeden Fall eine gute Liste, die nach vorn gehen soll, die Punch hat, die ein paar Verteidigungselemente halt drin hat und die halt größtenteils auch den Veteranenstatus hat. Somit ist es halt für den Gegner auch schwer, einzelne Einheiten halt in dem Moment auszuschalten. Ja, zu der Theaterliste bleibt eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen. Wie gesagt, die war jetzt speziell halt für das Berlin 45 jetzt gebaut. Wichtig ist hier, finde ich, bei der Theaterliste, dass man sich halt an die historischen Rahmenwerte hält. Also, dass man jetzt in der Berliner Armeeliste ja jetzt nicht anfängt, irgendwie Einheiten aufzustellen, auch ausrüstungstechnisch, die jetzt zu Anfang 39 oder so aufgestellt wurden. Oder dass man jetzt irgendwie so mit so einem Panzerspähwagen kommt, der da 39 bis maximal 40 in der Armee genutzt wurde und dann später schon nicht mehr. Ne? Der hat, finde ich, dann in diesen Listen einfach nichts zu suchen. Ja? Da sollte man eigentlich mehr den Hauptaugenmerk drauf halten. Ne? In diesen ganzen Kampagnenbüchern sind die Listen ja zum Teil auch vorgegeben. Da ist ja explizit, steht da, welche Einheiten überhaupt gewählt werden dürfen. Da habt ihr sowieso nicht mehr das Gros an Einheiten wie in irgendeinem freien Spiel. Und dann fühlt sich das dann halt auf dem Spielfeld dann auch stimmig an. Der Gegner von euch, der macht das ja dann auch genauso. Ne? Der fängt ja auch nicht an, irgendeine Random-Liste zu erstellen, sondern wenn ihr euch entscheidet, ein Theaterspiel zu machen, dann baut der Gegner seine Armee natürlich genauso auf. Ne? Das würde ja sonst keinen Sinn ergeben. Ja, aber das sind jetzt halt meine Gedanken dazu, die euch so ein bisschen als Anstoß dienen soll, wie man sowas macht. Und das ist jetzt halt speziell für die Deutschen.
Wenn ihr wünscht, können wir das auch nochmal für andere Fraktionen machen, für die Amerikaner oder für die Engländer oder was weiß ich. Dann können wir mal solche Beispiellisten ebenfalls erstellen, wenn das gewünscht ist, und die mal für euch so vorbereiten und die euch so ein bisschen als Anreiz dienen oder als Grundlage, um eure eigenen Listen halt aufzustellen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren eure Gedanken nochmal dazu äußern oder uns gezielt anschreiben. Kann ja sein, dass wieder irgendwo ein Schnitzer ist. Apropos Schnitzer, da hatte mich jetzt noch jemand aufgeklärt, ich glaube Facebook war es, aus der Community. Da hatte ich in dem letzten Video zu der Fraktion Deutschland einen Fehler gemacht bei der Tigerangstregel. Eigentlich nur kurz und knapp, können wir jetzt im Prinzip den Panzer jetzt nehmen. Wenn ihr den Panzer direkt angreift, dann bekommt ihr natürlich keinen Malus. Die Tigerangstregel bezieht sich nur darauf, wenn ihr in Sichtlinie zu dem Panzer seid, aber eine andere Aktion, die nicht Angriff auf den Panzer heißt, durchführt, dann sind eure Einheiten halt, unterliegen immer dieser Tigerangst. Also wenn ihr den Panzer direkt angreifen wollt, dann habt ihr die Tigerangst-Problematik dann in dem Moment nicht. Das wollte ich euch nochmal eben kurz noch sagen, damit ihr da auch Bescheid wisst. Gut, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, wenn wir mehr machen sollen, gebt Bescheid, dann hauen wir das mal so zwischen der Kampagne durch. Mit der Kampagne wird es übrigens weitergehen, nur ist das alles ein bisschen langsamer natürlich, weil wir uns da mehr Gedanken machen müssen in der Pazifik-Kampagne, wie was funktioniert und so ein Spiel auch nicht mal eben abgedreht ist. Deshalb streuen wir dann häufig mal solche Videos mit ein, die euch im Rahmen mit Bold Action Cool Seas und Blood Red Skies weiterbringen und ihr da ein bisschen Content habt. Alles klar, das war's von mir und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!